Mein Name ist Kai Zacharowski. Ich leite den Lehrstuhl für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Frankfurt. Und Patient Blood Management ist eine Herzensangelegenheit und deswegen engagiere ich mich in diesem Bereich. Es ist anstrengend, aber die ersten Jahre waren brutal, aber ich kann jetzt sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, das der Bevölkerung auch wirklich immer näher zu bringen. Patient Blood Management ist ein Konzept, mit dem wir in der Klinik, aber auch außerhalb der Klinik, für Patienten ein System schaffen, das vor Operation, während Operation und nach Operation die Patienten ein besseres Outcome haben. Das heißt, dass sie im Vergleich zu anderen Gruppen gesünder aus Eingriffen herauskommen. Und im Einzelnen bedeutet das, dass wir verschiedene Maßnahmen implementieren. In Frankfurt sind es mittlerweile über 100, um dieses Ziel zu erreichen. Das Patient Blood Management beinhaltet drei verschiedene Säulen. Und es ist relativ einfach, sich zu merken. Die erste Säule bedeutet die Vorbereitung des Patienten vor einer Operation. Das kann Tage bis Wochen, teilweise sogar Monate vorher sein. Die zweite Säule beinhaltet, der Patient ist im Krankenhaus, dass wir den Blutverlust auf ein Minimum reduzieren. Dies lässt sich durch verschiedene Maßnahmen erreichen. Und die dritte Säule ist, dass wir einen Algorithmus haben, eine Standard Operating Procedure nennt man das, wenn der Patient zum Beispiel transfusionspflichtig ist, wie man das genau gestaltet. Implementierung von Patient Blood Management in den klinischen Alltag, in die Krankenhäuser, ist ein absolutes Muss. Und es darf eigentlich keinem Patienten oder Patientin vorenthalten werden. Diese Implementierung ist nicht ganz einfach, denn ich hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt, wir haben über 100 Einzelmaßnahmen und das muss in den Klinikalltag mit implementiert werden. Sie haben viele, viele Menschen, die in einem Krankenhaus arbeiten, von der Pflege über die Ärzteschaft und viele andere. Das heißt, die sogenannten Stakeholder müssen alle mit an Bord sein. Das ist ein Riesenaufwand, wenn es mal implementiert ist. Der große Nutzen hat nachher der Patient und das können wir an verschiedensten Kriterien wunderbar zeigen. Das Hauptproblem der Menschheit ist Blutarmut, Anämie. Und das hat jeder vierte Mensch. Und wir wissen, wenn Sie mit Blutarmut operiert werden, also eine elektive Operation machen müssen, dann ist Ihr Risiko im Vergleich, wenn Sie keine Blutarmut hätten, um den Faktor 5 bis 13-fach erhöht zu versterben. Ein geplanter Eingriff. So, wenn wir jetzt wissen, dass jeder vierte eine Anämie hat oder Blutarmut, dann wissen wir, dass die Hälfte davon einen Eisenmangel hat. Das kann man behandeln. Also es ist eine einfache, wirklich einfache Maßnahme, um den Patienten perfekt ins Rennen zu schicken. Wir wissen auch, wenn Sie mit einer Blutarmut ins Krankenhaus kommen, dann haben Sie ein etwa 22% längeren Krankenhausaufenthalt. Sie haben das Risiko, insgesamt zu versterben, ist 3- bis 4-fach erhöht. Dass Sie mit Nierenschäden nach Hause gehen oder ohne Nierenfunktion, ist 4-fach erhöht. Und dass Sie transfundiert werden um den Faktor 5. Also das sind alles, ich glaube, handfeste Gründe, warum man die erste Säule von Patient Blood Management auf jeden Fall anwenden sollte.